Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Simrail-Video. Ich habe es mir geschafft, auf dem DE1-Server in Kiebel zu holen. Das ist meine zweite Fahrt mit dem. So, lassen wir den Bot hier nochmal anhalten. Bin auf mal 16 Minuten Verspätung und ich bin gerade erst reingekommen. Das läuft ja super. Und Kiebel in Rot. Sehr geil. Hat mir geöffnet, Tür, was redest du? Oh. Der hat die Bremsen gelöst. Okay. Türen zu. Und dann düsen wir auch schon mal los. So. Ja, die 16 Minuten, die werden wir nie wieder reinfahren. Scheinwischer machen wir mal an. Nächster Halt, Savizzi, Bodovi, Pole. Alles klar. Sollte man vielleicht nochmal angucken, was nochmal die Hotkeys waren für Tür auf, Tür zu. Beziehungsweise könnte ich mir mal das Stream Deck mal umstellen. Und so toll wie ich vorbereitet bin, habe ich das natürlich nicht gemacht. Ah, das ist schon ein schöner Kiebel. Ach ja, jetzt fehlt nur noch die Dampflok. Aber ich hoffe mal, wir kommen einigermaßen gut durch hier auf dem DE1-Server. Mal schauen, was wir für FDLs zu haben. Und der Kiebel, der ist eine ganze Weile beim Spawnpoint gestanden und ist nicht losgefahren, warum auch immer. Läuft. Aber von hinten kommen schon die nächsten angeschossen. Hat auf dem anderen Monitor die Karte offen. Zeit habe, dann werde ich mal schnell Stream Deck umschalten. Ja, leider ist meine allererste Videofahrt nicht so gut gelaufen für die Kanalmitglieder. Da bin ich Singleplayer gefahren und konnte sich fertig fahren. Stand da einfach mal vom roten Signal. Kann hier natürlich auch passieren, aber dann habe ich wenigstens eine Möglichkeit, den FDL zu kontaktieren. Södele! Da hätten wir unsere Station. Mensch, was für ein Scheißwetter hier. Österreich. Was zum... So, bitte anhalten. Okay. Dann kann ich jetzt mal schnell schauen, ob ich Stream Deck umschalten kann. Stream Deck, ich brauche hier ein 750. Dankeschön. Wobei. So. Und so. Und zumachen. Yes. Funktioniert. Ich habe mir das nämlich extra mit dem Hotkey so eingestellt, dass ich einen eigenen Close-Button habe. Dann macht er den Summer. Tut er die Tür schließen, egal welche Tür. Warum leuchtest du rot? Sollen wir durchdrehen?
Ja. Oder? Was steht denn da? Okay, alles gut. So, serviert sich nächster Halt. Da haben wir den FDL Hafenrally drin. Ich muss noch irgendwie, mein Kollege, mal einen schönen Screenshot machen. Mal sehen, mal so vielleicht. Vielleicht mal den Chat mit ausblenden. Ich glaube, ich habe alles. So, Chat mit einblenden. Hier rein. Ah, geil. Öh, ja. Wird man bitte vor uns reinfahren? Kollege. Machen wir mal die Maus aus dem Weg. Oha, wie geil. Sehr cool. Wir dürfen zuerst. Schaut, da ist auch wieder ein Mini-Ruckler hier drin. Ich habe vorher Trainsim World gefahren. Ich habe mich auch schon diesbezüglich beschwert. Gut, da waren wir da. Schneller reinfahren können. Ah, ich bin echt schon lange nicht mehr gefahren. FDL vor kurzem gemacht, aber halt nicht gefahren. So, fahren wir noch ein Stückchen anhalten. Bitte sag mal, dass der Hotkey geht. Yes! Hotkey funktioniert. So lobe ich mir das. Ja, dafür kann man weiter fort. Kollege, wie sieht's aus? Ich schätze eigentlich mit die Kilometer aus. 5725 habe ich jetzt schon. Oh, geht noch ein bisschen was. Kollege, sind wir hier im Schlafen? Sind hier zwei Züge, die hier durchfahren wollen? Oder wird er den anderen vorbeifahren lassen? Nee. Hat ja... Nee, der hat auch rot. Yay, Ausfahrt! Erst geschafft. Oh, könnte man eigentlich nur das Mikrofon parat machen. Damit ich quatschen kann. Ups.
Das wollte ich nicht. Wollen eigentlich nur testen, was der Mikrofon-Button ist bei mir. Fahre durch Lazy LA, Lazy 13, 14. Ja. Auf die Zeiten brauche ich gar nicht mehr schauen. Lazy, was ist los? Muss ich da oben nur einmal durchschalten? Was? 40? Warum? Was macht der? Nee, der schickt mich jetzt nicht unten rum, oder? Oh, bitte nicht unten rum. Das wäre so eine sinnlose Aktion. Lazy selber wird die KI dann vermutlich eh überholen lassen. Oh, da wären wir unten. Überhaupt da ganz nach unten. Ja, da war es die Verbindung. Einmal mit Profis. Ja, doch nicht. Okay. Da stehen auch zwei Züge. Was ist denn hier los? Wollt ihr nicht eins weiterfahren? Und da ist auch geradeaus. Interessant. Ach, und jetzt wieder volle Bulle. Wieso hat er mir da hinten 40 geschmissen? Okay. Gas geben. Schauen, was der Lazy Station dann macht. Also man hätte hier so viele Möglichkeiten für so geiles Zeugs, aber die meisten Gleise sind halt leider für uns gesperrt. Noch. Das, wenn das hier mal so richtig voll wäre. Aha. Yellow.
Die letzten Male habe ich hier abbiegen müssen, nach rechts runter. Ja, war das hier? Oder da vorne? Ich glaube, da vorne die Weiche war es. Ja, da war also keine Überholung. Söderli, Tür auf. Ja, klar, Tür auf. Geht doch. Oh, cool. Geht gerade weiter. Das sieht so aus, als würden die beiden knutschen. Oder hat es zumindest vorher. So, Abfahrt. Mein Kanal stimmt, oder? 2, ja. Na. Lass mal oben. Schade, dass sie hier nicht die Schneesetting angemacht haben. Aber irgendwie momentan nur im Singleplayer erleben. Und Lazy hat mich durchgestellt. Wistolka werden wir das erste Mal anhalten. Aber gleich das hit the Lazy. Schon nice. Das macht Laune. Ah, seht ihr mal, wie geil das aussieht. Hammer. Alt. Hat zwar nicht für dich gut, aber Grüße. Verbremst. Ah, ah, bleib stehen. Knapp. So, wieder auf. War, ja, also knapp. Da hätte ich ein bisschen besser bremsen können. Na gut, ist was ist. Wir sind immerhin nicht drüber. Perfekt. Los geht's. Ah, dass ich immer diese Eigenheit habe, die Maus in die Mitte reinzumachen.
Also hier, die haben wir ja momentan keine drin, ne? Nö, das sieht sehr leer aus. Kann er bitte mehr mitfahren? Verstehe überhaupt nicht wieso. 19 Minuten. Holla Scholli. Nächster Halt. Irgendwas mit C. Das probiere ich erst gar nicht auszusprechen. Vielleicht soll ich ein bisschen aggressiver fahren. Und aggressiver bremsen. So, weniger Fahrkostkomfort dann, aber dann könnte ich ein bisschen Zeit machen. Mein Kollege, sitzt da nicht drin? Lokführer. Ja. Ach, der Dominik ist auch wieder unterwegs. Mensch, den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. So, zu machen. Ja, Benzin wird's dann spannend. Moin Gigo. Oh, Konnicha Sikorka. 2,4 Kilometer. Einsehen. Ich probiere es mal beim nächsten Mal ein bisschen aggressiver zu fahren. Die Straßen schauen ja schon ein bisschen komisch aus, wenn die so nass sind. Oh, komm, bleib stehen. Ist das Nonplusultra wäre noch gewesen, wenn wir hier in Doppeltraktion unterwegs gewesen wären. Und noch unterschiedliche Lackierung. Das wär's. Gut, weg hier.
Also das Bahnübergang sieht auch nicht gesund aus für Autos. Ich würde gerne sehen, wie die KI-Autos da drüber fahren. Sieht bestimmt lustig aus. Da steht sogar einer. Ah. Da war ein goldener Zapkovic GDZA. Warte mal, nee, dann muss ich erst durchfahren. Ah, ich hab falsch geguckt. Entschuldigung. Also da ist das auf rechte Teil. So. Lecken hier. Oh, da hat man seine Ausweichgleise und dahinter kommt dann auch wahrscheinlich schon. Bleiben wir doch hier stehen. Meine Leute, nicht so nass hier. Dann werden 24.941. Durchfahrt kommt in einem Augenblick. Es fährt gerade noch ein Pendolino über die Weiche. André hört man nicht. So, hinzu. Okay. So, was los? Ausfahrt. Deine Ausfahrt verzögert sich ein bisschen, weil ich noch einen EC überholen lasse. Alles klar, abverstanden. Jo, gut, dann Zwangspause. Könnte jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Was macht es eigentlich hier? Wir sind winterlich angezogen. Aber kein Schnee hier. Gut, man könnte auch sagen, das ist realistisch, weil auch in der Realität kaum Schnee da liegt. Zumindest bei uns nicht. Was leider schade ist. Grüne Weihnachten. Ein, zweimal hat es geschneit. Ansonsten alles grün. Und Regen. Dort der EC-Ausfahrt. Ja, gut. Warum bin ich jetzt auf der Seite draußen? Kann ich da rüber, bitte? 24.49 Ausfahrt kommt. Gute Weiterfahrt. Ich bin persönlich kein Fan von einem FDL, der
alles kommentiert. Aber jedem das seine. Ja. Entschuldigung. Mir fällt gerade an, wir haben ja gar kein Licht. Wo? Warte mal, Licht war doch im Führerstand. Welcher von den tollen Hebeln war das? SHB, Fahrmotoren, Zugheizung, Zugschluss, Instrumenten. Das können wir nicht mal anmachen. Hier haben wir die Zugzielanzeige, das machen wir auch mal an. Widerstandsbeleuchtung, Kompressorbelastung entriegeln. Ah, da. Fahrgastraumbeleuchtung. Schauen wir mal. Geht hoch. Warum ist sie nicht per Default an, wenn man das von der KI übernimmt? Moin! Ich bin hier eingesperrt, lass mich hier raus! Na gut. Das war ja... Ja, das war manuell hier. Lol. Fahrzeug verlassen. Es sieht so nach einer Tür aus, die man auch beim Fahren aufmachen kann. Wird dann vermutlich im Normalbetrieb abgeschlossen. Da ist der Zug, der uns überholt. Nepi. Er ist auch komplett leer. Ja, gut, dann gehen wir mal wieder rein. Kann nicht mehr so lang dauern. Fahrzeug betreten. Zumachen. Sedele. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal ganz kurz. Ich glaube. Ja, wobei. Ich glaube, ich mache mal für euch einen kleinen Minicut hier, bis wir wieder fahren dürfen. So, Leute, es ist soweit. Wir dürfen los. Dann gehen wir auch mal Gas hier. Schnell weg. Zumindest bis Benzin sollte man jetzt mal durchkommen. Außer die Wartungsleiter machen da irgendwas Tolles. An Fahrdienstleiter Lazy LA, gibt es hier irgendwie Probleme, weil hier in Lazy Bahnhof stehen 3 Züge, die Richtung Zerwirze wollen und nicht weiterkommen. Geil, es sind schon 3. Ja, das Gleis ist gerade noch belegt, ich lasse sie aber gleich durch. Immer noch? Ja. Und auch vorher schon 2. Serviert sie heute auch noch Ausweichgleise. Ah, die werden schon wissen, was sie tun. Nicht. Ah, die andere S-Bahn. Mein Kollege. Södele, wir werden da.
Update reicht. Oh, 25 Minuten. Ich glaube, in Katowice werden es dann eine halbe Stunde sein. Dann alle ihren Anschluss verpassen. Ich habe ja vor, in der nächsten Zeit ja nach Polen mal zu gehen. Eigentlich wollte ich das über Weihnachten machen, aber das lief dann nicht ganz so wie geplant. Da fand ich es noch witzig, als Reisehinweis, man sollte doch einerseits ein bisschen Verpflegung mitnehmen und eine Klopapierrolle. Weil das wohl noch oft vorkommt, zumindest in den Regionallinien, wenn du ein bisschen ab vom Schuss bist, dass dann kein Klopapier da ist oder es teilweise dann so verdreckt ist, dass du dann froh bist, wenn du da sowas mit dabei hast. Fand ich noch witzig. Werde ich auf jeden Fall dann tun, dass ich mir so eine Rolle mitnehme. Aber da will ich dann unbedingt irgendwie mal Kiebel fahren. In echt. Egal wohin, habt ihr auch Kiebel. Oh, da vorne ist schon wieder der nächste Halt. Oha. 94, 41, vielen Dank, ruhige Schicht noch. Danke. Oh, das wird noch witzig. Söderle, hör mal da. Bin auf. Mit einsteigen. Kein Mensch da, der einsteigen will. Los mit den Leuten. Oh, wir laufen mit der Bremse. Ich weiß nicht, ich mag auch das Geräusch von diesen alten Fahrmotoren. Es klingt einfach schön. Hat eigentlich mal jemand aufgepasst, ob die Züge unterschiedliche Nummern oben haben bei der Linie oder ob das immer die gleichen sind? Ich muss mal darauf achten. Oh mein Gott, mein Screenshot davon. Das nächste Mal die gerade die Linie vor. Schauen, ob es der gleiche ist. Der Boba Gronica, 3 Kilometer. 64, 90, 68, deine Ausfahrt steht. Oh, jetzt ist am Lecken, was ist denn jetzt los? Nehme ich gerne mit jetzt. Was los? Okay, Alter, weiß ich Bescheid. Fahr doch mal los, wenn du so weit bist. Ja, das sieht damit doch jetzt da nicht vorne steht, oder? Ah, nice. Wir werden da. War bis jetzt noch kein FDL dabei.
immer bei der Einfahrt schon die Ausfahrt gestellt gehabt hat. Also da war Daumen nach oben. Aber bis Katowice sind es noch ein paar FDS. Oha, Express, Einsehen. Sie haben jetzt die Umsteigemöglichkeit nach Warschau. Katowice, der 24.90 bitte nochmal Ausfahrt. Weiß ich nicht, wo er hinfährt. Sollst du haben, kleinen Moment. Fährt noch ein Zug ein und danach kannst du sofort. Okay, vielen Dank. Rollgeschicht noch. Ja, danke. Ihr noch gefahren, ne? Vielen Dank. Neues. So. 67, 76. Da klappt's mit der Verbindung. Geil, zeig gleich die Abfahrt. Ciao. Ich danke dir, noch eine Rollgeschicht. So, und bei meinem ersten Kiebel-Video, wenn ich genau bis zu dem Signal komme und nicht weiter. Das dahinter ist jetzt ein Neuland, videotechnisch. Ist 1,6 Kilometer. Alles klar. Ja, wenn jetzt jemand einsteigen? Immer noch nicht. Schade. Sind jetzt alle so in Gruppen da. Und wir haben Zwillinge. Na gut. Oh, Miasto, 2,3 Kilometer. Ach, der Dominic Toretto war in Gronitzer drin, sehe ich gerade auf der Karte. Und hinter uns ist die S41 als KI-Fahrer. Und da vorne kommt uns gleich ein Güterzug entgegen. Einsehen. Thank you.
So, da hinten ist die Station. Ort, die Frau Merkel. Katowice für den 4220. Sehr männliche Stimme. Ja. Würde gerne einfahren. Eine Sekunde, kannst du sofort. Mensch, die Merkel hat sich verändert. Warte mal, ging das? Naja. Ich hätte eigentlich mal ein Stück so fahren. Wunderbar. Ein bisschen auf cool machen, aber Fenster so ein bisschen rauslehnen. Ja, natürlich cool, wenn der Spieler-Avatar dann halt in echt auch so rausgeht. So ähnlich wie sie es mit Railroader machen. Wo sie das wirklich gut umgesetzt haben, wie der zum Beispiel an die Wagen ranhängt etc. Das sind so kleine Details, aber das macht es halt schön aus. Ich frage mich, was der Gedankengang gewesen ist, im Jahrstag diesen Halt zu machen, der kein Kilometer entfernt ist von dem Halt hier. Oh, hat der mir da schon die Ausfahrt gegeben? So ein Schlingel. Sehen. Nichts los hier im Bahnhof. So, vor uns schaut soweit eigentlich ganz gut aus. Der Fahrdienstleiter hier ist der Andri 1205. Und so Snowyek ist es der Haru. Da könnte sein, dass wir eventuell warten müssen, wenn vom Polutten hier dann zukommt. Einsehen. Ja, ich glaube, das spare ich mir das mit den 90. Nochmal 410, 1, 21. Wir noch eine Schnellfahrt. Ich habe so Angst, dass das Spiel abschmiert, wenn es so ein Standbild hat. Nein, ich fahre jetzt keine 90. Komm ich langsam vor, stelle doch 10 km/h runter.
Tödele. Wenn wir da. Oh, der hat mir auch schon die Ausfahrt gestellt. Das macht man noch nicht. Das ist am Anfang so gut gelaufen. Sind verschätzt. Am liebsten würde ich ja gerne mal durchpfeifen. Habe ich auch schon manchmal gemacht. Gibt aber doch Windows.de. Wieder mal langsam von Level 74 weg. Ich meine, es bringt eh nichts mit dem Label, aber trotzdem. Wäre so ein persönliches Ding. Steht da eigentlich? Achso, die Verspätung. Mal hingucken. Schon cool. So, fast geschafft. Das Simulator sieht gerade so aus, als wenn es in Katowice bis Leinfahrtstau gibt. Nee. Ein Zug, der uns nervt. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Macht mal ruhig wenig lang. Ist ja doch ein bisschen monoton. So. Wir wären da. Einmal bitte alle einsteigen. Wieder zwei Grüppchen. Das nächste. Aber. Habt ihr das deaktiviert, dass die Leute nicht mehr einsteigen? Irgendwie schade. 24, 12, 26, du musst warten, der Streckenblock ist zeitbesetzt. Hat sich erledigt, der Kopf.
Das kann ich. Immer wieder ein Highlight. Dann dir noch eine schöne Fahrt. Ciao, Kollege. Vorletzter Halt. Na, immerhin Zeit ein bisschen besser gemacht. Aber nicht um viel. Aber doch nicht wie geschätzt, dass es eine halbe Stunde wird. Spiel, was ist denn los? Warum hat er denn da jetzt diese Ruckler? Ah, es gibt's doch nicht. So viel ist doch gar nicht los in der Gegend. Hm, da kommt uns gleich einer entgegen. Einsehen. Noch ein kurzer mit drei Wagen. So ein Schlingel. Gut. Aber nichts Spannendes hier in der Gegend. All laid leer. Das habe ich mir die ganze Zeit noch gar nicht angeschaut. Okay, Abfahrt. Ich strudel hier. Mal reingucken nochmal. Katowice, Wurzel, Katowice, Bier, Katowice, Tu, Katowice. Wunderschöne Fahrt. 40, 62, 25, die noch eine Fahrt. Ja. 62, 25? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt war ich nur noch die Einfahrt von Katowice. Das gibt's doch nicht. Das ist da jetzt nicht so viel los. Yay, Einfahrt. 40. Ist der 64, 90, 68 in Gleister oder ist der fehlgeleitet worden? Hä? Und gleich
im Anschluss 70. Wo geht's für uns hin? Also diese Ruckler hier, die nerven schon ein bisschen dezent. Oh, und jetzt, wo wir ankommen, hört der Regen auf. Moin, Bulligi. Nur mit den ganzen Alten unterwegs. Also performance-technisch ist es Katowice das gerade irgendwie schlimm. Frames gehen gerade runter auf die 20. Bin ich jetzt ein bisschen spannend. Und jetzt geht es wieder langsam nach oben. Oh, da fährt der Kollege gerade raus, der uns überholt hat. Oh, ist das schön, ne? Zum Ende des Videos wird das Wetter wieder schön. Geile Sache. Okay, Türen auf, aussteigen. Das wär's, liebe Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen, wenn wir mit dem Kiebel mal wieder unterwegs gewesen sind. Also, beziehungsweise für die Kanalmitglieder das zweite Mal. Den Rest von YouTube das erste Mal. Zumindest mit mir. Und ja, mal schauen, was wir das nächste Mal in Simrail machen. Vielleicht ist dann ja schon mal die neue Strecke fertig. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.